Ja, hallo Leute, hier spricht Ouroboros. Heute mal ganz ruhig in der Stimme. Heute haben wir wieder einen super Gast hier, und zwar der Yannick. Und wichtig, Leute, heute geht es um ernste Themen, und zwar geht es hier um das Leben, um die Seele, um die Simulation, einfach ausgedrückt, es geht um den Matrix, in dem wir uns befinden. Und darum erzählen wir heute mal über dein Thema. Eigentlich das wichtigste Thema allgemein, was ich mit Janik je gemacht habe. Und darum grüße ich Janik hier. Hallo Janik, was geht ab? Hallo, ich grüße dich und ich freue mich, dass es heute nicht über Tunnelbohrmaschinen geht oder andere Dinge. Frage dich mal ganz einfach, was hältst du denn eigentlich von dieser ganzen Thematik mit Matrix, mit alles drum dran? Sag mal was dazu, bitte. Matrix, ja, das ist ein schöner Film. Da gibt es ja drei Teile von. Der erste Okay. war 1999 und das ist so eine Hinwendung, um uns dahin zu führen, wo wir jetzt sind, aber auch noch ein Stück weit weiter, also die digitale Welt, um zu verstehen, dass alles aus 0 und 1 besteht und dass es da einen elektromagnetischen Schöpfer gibt. Und ich weiß, dass viele Flacherdler, einschließlich Ouroboros, das favorisieren. Doch Okay. für mich bleibt die Erde lebendig, auch wenn Okay. sie unter unseren Füßen schon gestorben ist, sozusagen, Okay. die Mutter Erde. Und deswegen hat Matrix für mich keine Bedeutung, außer dass es ein schöner Unterhaltungsfilm ist. Und wie ich schon sagte, es führt dich dahin, das alles digital zu verstehen. Das ist ein Computerprogramm, es gibt einen höheren Schöpfer, der kann nur so handeln wie ein Computerprogramm, also 01, 01, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1 und so weiter und weiß alles schon im Voraus. Was im Voraus gewusst wird, ist aber das Wissen, was aus den Logen kommt und das Menschen. Wiederum sind menschliche Kreaturen, die für uns alle denken. Und die haben natürlich Computer, die haben Technik, die ist uns voraus und überlegen, aber das, was uns umgibt, ist keine Matrix. Ja, das hört sich erstmal ja, so neutral, finde ich auch gut, was du denkst. Ne? Also jeder Mensch sollte seine eigenen Gedanken haben. Ich selber, wenn ich das sagen darf, ich selber habe ja, wie du gesagt hast, eher diesen digitalen Touch an mir, dass ich denke, dass alles, was innerhalb dieser Kuppelanlage sich befindet, nichts anderes ist als ein erschaffenes Wesen. Aber ich sag mal so, erstmal einfach ausgedrückt, wir kommen bald mal auf die höheren Ebenen mit verschiedenen Spiegelbildern, Kopien dieser Welten. Und das wird richtig interessant, Leute. Und darum frage ich Janik erstmal, was hältst du eigentlich von diesen ganzen Multi-Universen-Ideen, dass es verschiedene Erden gibt, die fast gleich sind, aber in bestimmten Bereichen doch von abweichen? Verschiedene Erden, das kann nicht stimmen. Also, Denn du hast es falsch verstanden. Ja, Entschuldigung, okay, alles klar. Mach, erzähl. denn am Anfang war ja dieser Großkörper da, die Schöpfung. Okay. Die war da. Und laut der griechischen Mythologie, also im Hesiod ist das, hat sie ja diese, nicht, da steht drin, dass sie die Titanen gebar. Ja, aber für mich sind das Urtitanen. Die kann keine 15 Kilometer Titanen geboren haben, sondern dass diese Urtitanen müssen ein bisschen größer gewesen sein, die sechs Weiblein und sechs Männlein. Und damals war das ein fleischlicher Körper. Das, was unter dir liegt, das alles, was ausgetrocknet ist, Salzseen, Erze, alles, das ist ein fleischlicher Körper gewesen, der geboren hat. Und ja, wir stehen jetzt am Ende als sehr kleine Wesen. Und unglücklicherweise ist das unser großer Unterschied. Es ist nicht so, dass es eine größere Kraft gibt, die digital steuert, die das, was wir am Sternenhimmel sehen, also oder was wir so wahrnehmen als Kuppel, dass das eine digitale Kraft ist. Also ein Okay, Schöpfer, der von okay. außen mit digitalen Mitteln Okay. in unsere Menschenseelen eingreift. Er kann auf begrenzten Raum hier im Habitat kann er eingreifen. Da haben wir die harte WLAN-Strahlung. Es wird von 5G geredet, vielleicht sogar 6G, 7G, um Hologramme später als Plasma-Bildschirmersatz für dich bereitzustellen, als normales Leben. Aber alles das ist nur innerhalb dieses Habitats. Um auf deine Frage zurückzukommen, also ja, es gibt natürlich unterschiedliche Habitate. Die gibt es auf dieser
wabenden Erde. Aber es gibt für uns Menschen immer Bewusstsein. Es gibt immer Bewusstsein und es gibt Lebendigkeit, weil wir aus der Lebendigkeit heraus erschaffen wurden. Ich verstehe. Also, ich sag mal so, unsere Thesen sind von uns beiden nicht, will ich nicht sagen, sind nicht so weit auseinander. Aber im Gegensatz zu dir, dass du gehst ja von einem lebendigen Wesen aus, lebendigen Ort, in dem wir uns befinden. Ich gehe eher von einem maschinellen Digitalen aus, wie du gesagt hast. Ich gehe davon aus, dass mal, das ist total übertrieben, Leute, richtig Science Fiction hat, ich weiß es, dass wir Menschen, was immer wir sind, ich sag mal so, die ganzen Höhlen, in denen wir uns befinden, ja, der Mensch ist erschaffen worden. Erschaffen worden von irgendwelchen Kreaturen, die nicht nett sind, die eher auf, total übertrieben, aufs Geld, auf Macht, was weiß ich was, hinweisen zu sind. Die haben die Energien, was ein Mensch bedeutet, die Seele oder das Bewusstsein, was immer ist. Alles, was diese Körper steuert, ist eine Art Energie, das belebt, Leute. Unser Bewusstsein, die Geschichte, was wir durchgehen müssen, ist gar nicht echt. Alles, was wir sind, unsere Geschichte von vorne bis hinten, ist alles eine Lüge, Leute. Wir betreiben so eine Art Puppenspieler, wir gehen einfach einen Weg durch, das uns bestimmt ist. Aber wir sind das nicht. Unsere Seele, sag mal, unsere Seele, ja, ihr habt das gehört. Das erste Mal, dass ich sage, unsere Seele, nicht nur Bewusstsein, sondern Speicher, kommt von was anderes. Das heißt, es ist etwas Belebendes. Es ist eine Energie, das außerhalb der Kuppelanlage entstammt. Und diese Wesen, die innerhalb dieser Gefängnis hier agieren, die versuchen durch Lügen, durch Betrug, alle Dagewesenes. Das heißt, die versuchen, wir sind in so einer Art Schulgebäude, Leute. Ja, Schulgebäude in verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Etagen, genauso wie die flache Erde aufgebaut ist. Ihr dürftet die flache Erde nicht einfach so eine Art flache Ebene mit einer Kuppel darstellen. Nein, Leute, die alten Geschichten sagen selber, da müssen wir mal durchlesen. Alte Geschichten sagen selber, dass die flache Erde mit verschiedenen Ebenen, Etagen ausgestattet ist. Und je nach Bewusstseinsebene, das heißt, wenn ihr euch mal weiterbildet, Erkenntnis bekommt. Erkenntnis bedeutet einfach nichts anderes als aufzusteigen. Und das ist genau so, was wir uns, in dem wir uns befinden. Stellt euch mal die Dreiecke vor, eine Dreiecke nach oben, eine Dreiecke nach unten. Und je nach Bewusstseinsebene, je nach gestörte Seele, sage ich mal ausgedrückt, kommt er nach oben und nach unten. Und das ist, was die alten Geschichten beschreiben. Das ist, was die wichtigen Kabbala, diese ganze Verschwörung, was um Kabbala geht, die beschreiben genau das, was ich euch erzählt habe, Leute. Yannick, ich habe so viel geredet. Was hältst du von meiner Gedanken, sage ich mal einfach mal? Entschuldigung. Ich, weißt du, wir beide sind unterschiedlich. Ja, ist auch richtig. Du hast es ja nochmal gesagt. Digitale Welt, ich sage lebendige Welt. Okay. Du hast aber auch gesagt, irgendwie. Irgendwie ist da was im Außen, irgendwie. Und das versuchen wir beide herauszufinden. Dieses irgendwie ist eben nicht der einen Knopf drückt, einen Schalter umlegt. Mhm. Ja, und es funktioniert auch nicht über Chemie. So funktioniert es nicht. Sondern es funktioniert über Atmung. Es funktioniert wirklich über Atmung. Alle Kraftanstrengungen, die unternommen werden, um uns verblöden und uns gegeneinander aufzuhetzen, alles das wird nur unternommen, um uns davon wegzubringen, dass wir verstehen, dass wir selber atmen und dass ein Großkörper um uns drumherum atmet. Und Atmung bedeutet auch im unterirdischen Bereich bei uns, jetzt unter unseren Füßen, eben dieses Magma und so. Ja, das ist ein Pulsieren, das ist Leben und das ist in einer anderen Form auch Atmung. Und oben findet ein Gasaustausch statt. Das männliche Prinzip, unten das weibliche. Okay. Aber es ist Atmung. Ja, und deswegen ist dieser Schöpfer um uns drumherum auch wiederum ein größerer Körper. Unglücklicherweise können wir hier im Habitat das nicht so erkennen. Wir werden ja, wie ich schon sagte, verblödet und angefeindet, wenn wir nur einen kleinen Schritt nach vorne machen. Okay. Doch, ja, wir hatten das Thema schon mal, wenn wir denn dann uns sterben, also unsere Seele sich vom Körper löst, werden wir auch wiederum viel, viel mehr erfahren. Das
Schwein ist, dass du hier im Habitat auch was erfahren kannst. Ja, du, das ist eigentlich das Schöne. Trotz aller Widerstände und hast du nicht gesehen, trotzdem, das ist das Schöne, dass du hier mehr erleben kannst, diese Freude dabei, dass du Erkenntnis hast. Mhm. Denn alles um dich herum ist gelogen. So oder so. Das weiß ich. Ja, das ist meine Antwort darauf. Ich sag mal so, das ist das Interessante, was auch viele sich fragen. Finde ich auch richtig so. Wie kommt das, dass einige diese ganzen Dinge erfahren und einige nicht? Es gibt ja auch, sagen wir mal, viele religiöse Menschen, die ja an die Bibel glauben, an den Koran, an den Tora, was auch immer, ne? Also, und die sind ja auch in irgendeiner Weise sind ja auch schon mit Erkenntnis erstattet, aber auf dem Basis, dass die trotzdem nicht wissen, was dahinter steht. Und ich sag mal von mir selber, ne? Ich bin anfangs auch so ein bisschen religiös gewesen, fing auch mit Buddhismus an, was weiß ich, was auch immer, ne? Und ich bin dann nachher auch mit diesem ganzen Satanismus-Mistler in Kontakt getreten, in Kontakt gekommen. Und ich habe gemerkt, dass dahinter ein System steckt und dass in allen Religionen eigentlich im Urgrund ein Mechanismus steckt, das besagt, da könnte jeder nachprüfen, Leute, das besagt, dass der Mensch, sagen wir mal, in dieser Ebene, in diesem Spiegelbild, eine Art Zeitschleife durchläuft. Er muss immer wieder durchlaufen, bis er seinen Fehler erkennt, damit er höher aufsteigt. Das wird jetzt langsam esoterisch, aber ich gar nicht wollte. Ne? Aufsteigt und in anderen Ebenen, das heißt in dem Multiversum, was du sagst, das sind diese Habitate in verschiedenen Flacherdegebieten, was wir eigentlich alle gleich sind. Das heißt, es gibt vielleicht Tausende, Millionen von diesen Ebenen, sag mal, ich versuche mit modern zu reden, Multiversen, mit dem gleichen Ichs hier herumlaufen. Aber Leute, wenn ich hier, sagen wir mal, nicht nach Griechenland geflogen bin, habe ich in einem anderen Habitaten, in anderen Multiversen, sag ich mal, bin ich nach Griechenland lang gefahren. Wenn hier kein dritter Weltkrieg passiert ist, ist in den anderen Ebenen ein dritter Weltkrieg passiert. Wenn hier kein Zombie-Apokalypse passiert ist, ist in einem anderen passiert, Leute. Das heißt, am Ende geht es darum, wie diese dunklen Mächte versuchen, einem von gedanklich so zu programmieren, dass du in eine bestimmte Phase dieser Habitate reinkommst, in die dunkleren Leute. Und dieses Helle, was wir als Jesus Christus bezeichnen, man darf den nicht als Menschen, der geboren ist, was weiß ich was, nein, er ist eine Kraft, eine Idee, ein Gesetz, der uns in die höheren Ebene bringt und nicht in den dunkleren. Wenn es einen Satan gibt, das Dunkle, der bringt uns in eine untere Ebene. Und das hat alles am Ende mit Resonanzen zu tun, weil die Seele selber produziert Resonanzen, die meistens bei Null ist einfach gut. Das heißt, man ist weder gut oder schlecht. Das heißt, wenn man Gutes fühlt, hat man positive Resonanzen. Das ist ungefähr so wie plus zwei, dann fühlt man sich gut. Und wenn man böse hat, schwer oder irgendwas ist passiert, man fühlt sich traurig, dann geht der seelische Resonanz auf, sagen wir mal, minus fünf, Leute. So muss vorstellen. Und das ist genau so, wenn man aufsteigt, wenn die Leute erzählen, ja, jetzt kommt der Jesus-Bewusstsein oder die Erde hat eine andere Schwingung und sowas, weißt du, es wird höhere Resonanzen geben, aber welcher Mensch hat die Möglichkeit, diese Resonanz, dass hier durch die Erde durchläuft und uns mitnehmen kann? Wer schafft das? Von den Milliarden Seelen, die hier sind, wer hat die Möglichkeit, durch das Wissen, Erkenntnis und durch das Gute, was man angeblich erreichen kann, deswegen gibt es ja auch von Jesus, ja, hört genau zu, bestimmte Regeln, wo man die Möglichkeit hat, Resonanzen aufbauen, die positiv sind, damit man, wenn diese Zeit kommt, wo die Erde, sag ich mal so Ausführungszeichen, positive Resonanzen überströmt wird, mit ihm mitzugehen, in anderen Ebenen, in anderen Zeitaltern, in anderen Habitaten, sag ich mal. Und darum, am Ende geht es darum, Leute, das Paradies liegt in der Zukunft. Das Paradies liegt in anderen Habitaten, in anderen Multiversen. Aber man muss so hochkommen mit der Resonanz, damit man mit dem mitgehen kann. Das ist wie so eine Autobahn, man steigt in einen Bus rein und fährt einfach weiter. Ja, Janik, ich habe so viel geredet, ich weiß das. Was denkst du darüber, mein Freund? Ja, ich bin zu 95% bei dir. Ja, krass. Und die 5% sind, ich wollte den Zuhörern noch sagen, also es gibt die unterschiedlichen Habitate, ja, auf dieser flachen Erde, okay, mit eben
einer anderen Wabe drin. Da gibt es auch Sterne, da gibt es auch Sonne und Mond, anders funktioniert es nicht. Aber du bist hier, jetzt hier, in diesem sogenannten Erde-Habitat und das mit ganzer Seele. Es gibt keine Abenteuer in anderen Habitaten zu erleben. Okay. Du musst erst sterben, dann kannst du dich ein bisschen ausruhen, hast ein bisschen Urlaub, dann kannst du dir angucken, welche Familie, wie ist die Ausgangslage, welche Idioten treffe ich, habe ich Auseinandersetzungen und so weiter. Aber dann bist du wieder in einem anderen Habitat und das ist ja auch was Ouroboros eben sagte, in einer anderen Geschichte, meinetwegen einem anderen Jahrhundert, aber du bist immer mit ganzer Seele. Es gibt keine Abspaltung. Du bist immer mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft da. Und wenn es Abspaltung geben würde, dann hätten wir gar keine Chance. Wir haben ja mit ganzer Seele schon minimale Chancen, denn wir werden, wie ich das schon sagte heute in der heutigen Sendung, angelogen von vorne bis hinten. Unsere Eltern wussten es nicht besser, unsere Lehrer wissen es nicht besser und alle anderen lernen auswendig und so weiter und so fort. Und du musst mit ganzer Seele herausfinden, dass dieses Habitat einfach wirklich dann auch von Satan beherrscht wird. Ja. Aber wie gesagt, das waren nur 5%, also 95%. Habe ich schon gesagt. Ja, komm, ich sag mal so, ich bin ja auf diese ganzen Gedanken gekommen. Du kennst ja die ganzen Geschichten über Isis und Osiris, wo Osiris in vier Teile zerstückelt wurde und weltweit verteilt wurde. Und wenn man das die geschichtliche von alten Ägypten sich mal vornimmt, es geht einfach darum, dass sie damals auch sehr viel um die Energien, um die Seele, was weiß ich, was da umging. Und stell dir das mal vor, diese Osiris ist die Energieform, ne? Auch wenn es eine Person war, sag ich mal so, die haben den zerteilt. Das heißt, das Bewusstsein, das, was er war, haben den vier Stücke zerteilt, damit er nicht mehr das ist, was er war, Leute. Das heißt, die Seele, was wir sind, sind wir nur ein Teil von dem, das aus irgendwo haben wir die Möglichkeit, ihn zu erreichen. Dass wir, ja, ich sag mal so, wir haben jetzt hier, wenn wir zwei Arme haben, zwei Beine haben, uns fehlt, sagen wir mal, zwei Beine. Und irgendwann, wenn wir höher steigen, kriegen wir den einen Bein wieder. Wenn wir noch höher steigen, kriegen wir den zweiten. Ungefähr ist die Geschichte in der ägyptischen Mythologie mit Osiris, der in vier Hälften geschnitten und verteilt wurde. Und Isis, die Frau von ihm, hat dann den wieder zusammengesetzt, damit er wieder zu einem wird. Das heißt, zum einen Bewusstsein. Dann ist das nicht esoterisch, sondern es ist eine Art, ja, die Spiegelung von dem, was allgemein auf diesem, ja, Habitat und Multiversum oder auf der Ebene, wo wir sind, passiert. Yannick, was sagst du dazu? Ja, ich glaube, ein großer Einschnitt, also ja, da gehe ich mit. Ob das viele Zuhörer nicht richtig verstehen oder einordnen können, das ist mir auch schon klar, aber klar, da gehe ich mit. Und der größte Einschnitt, der uns passiert ist, wir haben ja unterschiedliche Kulturen, klar. Wir hatten die atlantische Kultur, aber wir hatten eben auch dieses Wissen um den sogenannten goldenen Schnitt, die mathematischen Erkenntnisse, und wir konnten mit diesem goldenen Schnitt Proportionen erzeugen, die symmetrisch sind, und ab diesem Zeitpunkt, da sind wir dann wirklich richtig abgedriftet in diese heutige digitale Welt, die noch viel, viel schrecklicher wird, als wir uns jetzt vorstellen können. Heute haben wir Handys und sliden darauf herum, und später tippen wir einfach nur noch in den leeren Raum und verschieben, wir verschieben Frequenzen und wir haben keine Berührung mehr. Eine sehr unglückliche Zukunft. Aber mit dem goldenen Schnitt hat alles angefangen. Und dieser goldene Schnitt, der wird auch heute verherrlicht und in esoterischer Literatur verwurstet. Mhm. Doch leider hat er uns nicht viel gebracht. Eigentlich bringt das Natürliche, sich auf diese sogenannte Mutter Erde zu konzentrieren, in der Natur zu sein, das bringt uns eigentlich am weitesten. Ich weiß, meine Antwort geht jetzt ein bisschen an deiner These vorbei, doch das ist mir nochmal wichtig zu sagen, dass wir unseren Körper, der uns umgibt, diesen Raumkörper, dieses Habitat, als lebendigen Körper vorstellen. Und ab dem Punkt kommst du auch weiter, auch wenn du dein drittes Auge beispielsweise nicht geöffnet hast, wenn du dich nicht gesund ernährst, wenn du nicht nur rohes Gemüse und so weiter isst, sondern so lebst, wie du lebst. Okay. Aber mit diesen Informationen, das müsste was in dir auslösen. Mhm. Und bei allen, wo es nichts in sich auslöst, werden dann eben weitergehen und wie Ouroboros eben sagte, diese
Schleife reinkommen, in diese Zeitschleife und dasselbe Problem in einem anderen Habitat auch wieder erleben. Und das funktioniert nur, weil ich Mathematik, weil ich heilige Geometrie, weil ich abstraktes Denken über dieses natürliche, bodenständige Denken stelle. Und unglücklicherweise sind das jetzt, das ist natürlich nur eine Bauchsache, ja, sind das jetzt 98% der Menschen. Ne? Also, so, es ist traurig, aber es ist gleich auch ja, so. Okay, meine Antwort ist zu Ende. Ich finde das total, total interessant, was du sagst. Aber darf ich mal fragen, du sagst ja die ganze Zeit, der Ort, in dem wir uns befinden, allgemein, das System ist lebendig. Wenn wir jetzt ein bisschen darüber denken, inwiefern ist das lebendig? Was könnte das dann sein? Ist das irgendwie so ein Lebewesen, in dem wir uns befinden, oder wie stellst du dir das vor, wenn ich fragen darf? Okay, also unter uns ist die Mutter. Und die Mutter hat eben diese Titanen geboren, und das war ein fleischlicher Körper, alles, was du als Silizium ansiehst. Oder als Sand, als Quarzsand. Das ist die Haut dieses lebendigen Wesens gewesen. Ja, alles, was wir, wo wir in der Haut Keratin haben, ist jetzt dort vertrocknetes Quarz. Es gibt natürlich auch Salz, Salzseen und alles Mögliche. Darauf liegen dann Titanen, ist schon klar. Und es gibt Giganten, gar keine Frage. Aber im Ursprung war es auch ein fleischlicher Körper. Genau wie Ouroboros und Yannick auch. Ja, okay, wie alle unsere Feinde. Es war fleischlich, ist jetzt vertrocknet, es ist erst fossilisiert, steif und fest geworden und entwickelt sich zurück. Wir nutzen es durch Tagebau, durch alle Bergbauaktivitäten und können da wieder rausschöpfen mit dem Wissen von sogenannter heiliger Geometrie und mit unserem abstrakten Wissen darum, wie man Dinge abbauen kann und auch vernichten kann. Jedoch ist ganz entscheidend, dass es eben ein lebendiger Körper war, der abgestorben ist und wo in seinem Inneren durch Druck immer noch die Ströme, die durch unseren Körper gehen, diese zwei Blutkreisläufe haben wir, arterielles, venöses Blut und so, und das sind ja zwei Blutkreisläufe mit Organen, die wir im Körper haben, und so ist das auch, nur ist das eben kein Blut mehr, sondern das ist kochend heißes Magma und kann immer wieder zu Veränderungen führen. Und oberhalb, das hatte ich auch schon gesagt, Entschuldigung, wenn ich das nochmal ganz kurz sage, und oberhalb haben wir das nicht so fest, sondern haben das gasförmig. Was es nicht gibt, ist die Nanowelt, ja, wo jeder drüber redet. Das gibt es tatsächlich nicht. Das ist wiederum eine Erfindung. Okay. Ja, aber die gibt es. Die Gaswelt ist real. Und der Schöpfer um uns drumherum stellt uns diese Welt zur Verfügung, diese Gaswelt, die feste Welt, die dann schon verstorben ist, dann immer noch weiterarbeitet, weil Druck da unten ist, weil Stoff nicht einfach so, du kannst Sand zerrießen lassen, du kannst unter einer Stahlschwinge einen Stoff zerreiben, bis er gasförmig ist, bis er weggeht, bis er vor deinem Auge nicht mehr da ist, außer mit Lichtmikroskopie. Und hier haben wir dieses Prinzip, dass wir als Menschen das immer wieder verändern können, aber leider nur mit Technologie. Ja. Also, mit Technologie, die sich gegen uns wendet, mit Satan und bla 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 bla. Leider. Also ich sag mal so, Janik, das alles, was du erzählst, ne, kommt mir irgendwie bekannt vor. Und zwar, nicht so von meinen eigenen Ideen oder Theorien, sondern ich kenne auch bestimmte Filme wie Assassin's Jupiter oder Jupiter Assassin, wie das heißt, da von den Matrix-Brüdern auch gedreht worden, weißt du, was ich meine? Da geht es ja darum, dass hier bestimmte Königsfamilien das Universum beherrschen, Planeten beherrschen und wie du gesagt hast, Mineralienabbau, Menschenabbau, genauso wie diese, ich will ja nicht so weit gehen, hier irgendwelche Sachen behaupten, aber jedenfalls, deine Ideen gehen eher so darauf hin, dass es mit diesem Jupiter Ascending, diesem Film, gleich fast ist. Was meinst du, viele Filme, die Hollywood produziert werden, dass es eher die Wahrheit entsprechen, oder sind das alles nur, um die Leute abzulenken vom Göttlichen, vom Jesus, vom Gott, vom was weiß ich was? Genau. Deine letzte Frage war genau richtig. Nicht Antwort, Entschuldigung.
Hollywood zeigt uns natürlich immer nur das Negativbeispiel, ja. Dass das auf der sogenannten Gaia so gemacht wird, das ist klar. Nur wissen wir, flache Erdler, dass es natürlich kein Universum gibt, keine Planeten gibt, wo man etwas abbauen kann. Dort oben gibt es Bewusstsein. Das ist eben, wie ich in einer anderen Sendung schon mal gesagt habe, schwammig. Ob es nun die sogenannten Planeten sind, die nicht plan sind, aber sie nennen sich halt so, okay. Ja, und oder ob es Sterne sind, es ist alles wie ein Flüssigkristallbildschirm. Also es ist alles Liquid Crystal Display. Also das ist das, was wir sehen, ist Bewusstsein, ist tatsächlich Bewusstsein. Ja, und Hollywood-Filme zeigen uns natürlich immer, dass in diesem Kontext von Raumschiffe fliegen dahin und bauen ab und dann können sie nochmal Reserven schaffen, damit überhaupt die Erde überlebt. Das ist natürlich alles Bullshit. Ja, damit wollen sie Menschen verwirren. Natürlich gibt es Abspaltung von Millionen von Menschen, die das richtig schön finden, das oder die Vorstellung daran richtig schön finden. Wir hatten das in der letzten Sendung, Sarah Sitchin, oder den hast du erwähnt und so. Und da tendieren die dahin und dann können sie auch meditieren, dann können sie auch mit den unsichtbaren Wesen, die um ihn drumherum sind, ihnen Inspiration geben, in Kontakt bleiben, aber alle arbeiten eigentlich nur für die andere Seite. Das Verständnis, dass das Ding ein natürlicher Körper ist und dass um uns drumherum am Himmel oder was wir Kuppel nennen auch natürlich ist, das soll bis zum Ende verborgen bleiben. Das finden nur ganz, ganz wenige Menschen heraus und auch das innere Gefühl. Zum Beispiel ich. Mhm. Ich werde irgendwann sterben, vielleicht werde ich auch beseitigt. Ja? Aber okay. Auf jeden Fall ist mein Leben dann zu Ende. Aber bis zu diesem Zeitpunkt habe ich das erkannt. Ich habe das erkannt und bin einer wir haben 8 Milliarden Menschen auf der Erde, wird gelogen. Und ich bin einer und vielleicht gibt es 100 auf der Erde davon und die sind damit glücklich. Und ja, die anderen sind mit anderen Dingen glücklich. Jedoch gebe ich dir da recht. Also Hollywood kannst du dann sozusagen in die Tonne kloppen. Also das heißt, am Ende geht es eigentlich darum, dass die Menschheit versucht wird, von Erkenntnis. Es geht, Leute, ihr dürft das niemals vergessen, am Ende geht es um Wissen, Erkenntnis. Es geht ja nicht darum, dass irgendeiner euch retten wird oder was weiß ich was. Ihr glaubt, einer sagt, ja, ich glaube an Jesus, er wird kommen. Hinter diesen Symbolen steckt was anderes, Leute. Viele tun Sachen, die in der Bibel stehen oder in Überlieferungen, die tun das zu vermenschlichen. Das ist der Fehler. Habt euch niemals gedacht, warum die Kirche die Bibel umschreiben gelassen hat? Oder habt euch niemals gedacht, warum in den Kirchen so und jenes geprägt wird? Ihr müsst mal selber Gedanken machen. Es geht am Ende darum, dass der Mensch sich selber Gedanken macht, sich selbst findet. Am Ende geht es darum, man muss sich selbst finden. Jesus, ob er es körperlich war oder nicht, aber hingestellt, er sagt, am Ende, Leute, geht es um Erkenntnis. Er sagt nicht, ja, ihr müsst das und jenes, nein, ihr müsst Wissen sammeln, echtes Wissen, ihr müsst euch selbst aufbauen. Je mehr Wissen ihr habt, desto mehr Resonanzen in euch werden aufgeweckt. Ihr werdet mutiger, ihr werdet hungriger nach Wissen. Und darum geht es am Ende, Leute. Und lasst euch nicht von irgendwelchen Medien, die so von den teuflischen Sachen, sag ich mal so total übertrieben, gekauft sind, euch niedermachen. Oder irgendwelche falschen Geschichten, Hollywood-Geschichten oder irgendwelchen nachgemachten Evolutionstheorien blenden. Am Ende geht es um eure Seele, sag ich mal, total übertrieben. Es geht um den Aufstieg oder den Abstieg. Das müsst ihr selber wissen. Und wir zwei, sagen wir mal, der Yannick und ich, habt ihr selber gemerkt, wir haben unterschiedliche Meinungen in Bereichen, aber nicht ganz auseinander. Aber am Ende geht es trotzdem, Erkenntnis zu haben. Yannick, als Abschluss gebe ich dir das Wort. Sag was. Sag was, Junge. Mein Antwortwort geht an unsere Kommentarschreiber. Ich habe das ja auch schon mal in der letzten Sendung gesagt. Okay. Und, also, ja, ich bedanke mich bei jeder ehrlichen Menschenseele, die schreibt und mich freut, dass wir uns darüber unterhalten, über diese Themen. Ich weiß, dass viele Menschen sich langweilen und angewidert sind, solche Dinge zu hören. Und wir hoffen,
wir beide, Ouroboros und ich, wir hatten ja auch schon ein privates Gespräch und da weiß ich auch von Ouroboros, dass es eben um die 1 bis 10 Menschen geht. Ja? Ja. Da lagen wir auch ein bisschen auseinander, ob es nun 1 oder 5 oder 10, aber ich schiebe immer auf 10 Menschen, die wir erreichen können und denen wir was Schönes mitgegeben haben, um eigene Gedanken weiterzuentwickeln. Wunderschön. Alles klar, einen schönen Abend. Also ein wunderschönes Ende von dieser Sendung, Leute. Ich danke Yannick für sein Wissen mit seinen Diskussionen. Yannick, wir würden uns auf jeden Fall, wenn du Lust hast, Sonntag mal wieder, wenn du Bock hast. Natürlich. Und dann machen wir wieder andere Sendungen, andere Themen, Leute. Es geht nicht nur um die flache Erde, sondern es gibt auch andere Themen. Ihr müsst am Ende immer denken, alle Themen, was wir besprechen, am Ende sind die gehören zusammen. Das ist wie so ein Puzzleteil. Auch wenn es verschiedene Themen sind, sind das alles eins. Ein Bild, Leute. Und das müsst ihr erkennen. Das war's für heute. Ich danke euch, Leute. Ich würde mal sagen, bis nächstes Mal. Und ja, da würde ich sagen mal, ciao, ne?